Aber ich muss echt sagen, ich bin brutal melancholisch gerade. Vielleicht auch, weil ich die ganzen Sachen gerade von Jesse zusammenräume. Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video in diesem Jahr. Es passiert einiges heute. Wir zeigen euch jetzt alle erstmal unsere Räumlichkeiten, in denen wir gerade sind. Und dann natürlich die aktuelle Baustelle. Das Boot muss raus. Ausziehen muss ich auch. Aber jetzt geht's los. Ja, das ist unser Shared Office. Das ist jetzt hier mitten in Ibiza. Und hier arbeiten wir im Moment. Wenn ihr die Videos schon eine Weile verfolgt, dann wisst ihr, dass ich schon länger immer nach einem Shared Office gesucht habe, weil ich am Anfang natürlich die Kosten sparen wollte. Und hier arbeiten wir und wursteln uns so ein bisschen voran. Neu ist, dass wir jetzt ein eigenes Büro haben, das wir zum Jahresanfang beziehen werden. Hier arbeitet die Layla. Die Layla, die ist Head of Office. Sie ist meine rechte Hand und sie kümmert sich um alles, was hier im Office ist. Sie macht die Check-ins mit unseren Kunden und ist ansonsten die gute Seele unseres Büros. Maria habt ihr auch gerade eben schon kennengelernt. Maria ist auch eine gute Seele. Sie ist hier im Office Manager und macht eben diese Charity-Aktion. Vielleicht hattest du sogar ein Guten Morgen-Magazin jetzt erst gesehen. Das ist Maria. Sie organisiert unter anderem die Charity-Aktion für Pflegekräfte, die so ganz fleißig während Corona uns allen den Arsch gerettet haben. Ziemlich cool ist, dass das Büro mitten in der Stadt ist. Wir können ja mal schnell gemeinsam kurz mal rausgucken. Hier vorne ist eben direkt Vara del Rey, so der Hauptplatz von Ibiza. Das heißt, wir sind echt so richtig im Zentrum. Und es war meine Entscheidung, war deshalb jetzt über den Winter hier zu sein, weil halt im Hafen ist im Winter eigentlich so gut wie gar nichts los und hier hat man ein bisschen Laufpublikum. Ab Januar werden wir uns dann in unserem neuen Geschäftsgebäude so Stück für Stück dann eben einarbeiten, sodass wir dann natürlich dort Laufkundschaft empfangen können. So Thomas, das ist dein Bike für heute. Ja, danke. Ja, also nur um damit nach Botafogo zu fahren. Ganz ehrlich. Nicht nur im Sommer, auch jetzt gerade ist es eigentlich am einfachsten, mit dem Bike sich hier fortzubewegen. Muss nie einen Parkplatz suchen, bist rucki zucki in Botafogo. Und macht's auch viel Spaß. Ja, und jetzt zeigen wir euch mal das Boot. Ein bisschen melancholisch bin ich auch, muss ich zugeben. Denn das ist das letzte Mal, dass ich jetzt ans Boot gehe. Morgen kommt das Boot jetzt erstmal aus dem Wasser, machen wir ein paar Checks noch. Aber jetzt zeigen wir euch mal, wie denn eigentlich das Boot ausgestattet ist, was es alles so kann. Und das gucken wir uns mal an. Welcome on board, my choice. And my choice bedeutet ja einmal auf Englisch, my choice, meine Empfehlung, also was so like well deserved, ja. Aber auch in meinem Beispiel so, my choice, es war so meine Entscheidung damals, nach Ibiza zu gehen. Das ist so mein Traum. Das ist auf jeden Fall jetzt my choice. Boot ist schon im Wintermodus. Weiß mal die Persenning rab. Persenning ist übrigens mega. Das Material ist planophil. Ja. Da sieht man mal, dieses Material wurde eben entwickelt von der Schweizer Armee. Und es lässt sich eben, erst muss die Luft natürlich raus. Und es lässt sich eben ultra klein komprimieren. Und der große Vorteil ist eben, einmal ist es super leicht. Ja. Braucht wenig Platz und es passt eben zu unserem Konzept Low Emission. Das ganze Boot ist ja komplett aus Carbon. Das heißt, es wiegt super wenig, verbraucht deswegen sehr wenig Kraftstoff. Das Boot wiegt 3,3 Tonnen, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Knoten, das sind in etwa 100 km/h. Verbraucht bei einem Cruising Speed, also so die normale Fahrgeschwindigkeit, von 30 Knoten nur 40 Liter. Und das ist in einem, ja, für ein Boot in dieser Klasse eigentlich unmöglich. Aber das erreichen wir, weil das Boot komplett aus Carbon ist, Leichtbau. Und jetzt zeige ich dir ein neues Highlight. Pass mal auf. Alle drei Sitze können wir starren, dann kannst du so in deiner Sitzgruppe sitzen. Das ist krass, oder? Das ist alles. Das ist alles. Also dieses Boot kann wirklich jeder fahren. Wir haben einmal ein Bugstahlruder. Das Bugstahlruder müsst ihr euch vorstellen, das ist wie eine Art Düse, ja, die im Bug des Schiffes vorne ist. Und die kann man dann mit rechts und links justieren, wenn man zum Beispiel im Einparken des Bootes ist. Und das hier, das ist der Wahnsinn, das ist jetzt eben dieser Joystick. Und damit lässt sich das Boot wirklich spielend bewegen. Wir können ihn einmal nach vorne bewegen, nach hinten bewegen. Aber wir können auch das Boot in der Diagonalen quasi mit dem Joystick einmal bewegen. Geil. Also eigentlich ist es hier wie im BMW, ne? Also du kannst länger in der Höhe verstellen, ja?
Dann haben wir auch neu hier diese Sitzanlehne. Du kannst zum Beispiel, wenn du einfach mal im Stehen fahren willst, dich einfach lässig bequem anlehnen. So fahre ich eigentlich am liebsten Boot. Und hast eben die beiden Displays. Wir haben sogar Apple TV an Bord. Also, wenn einmal richtig langweilig ist und man nicht mehr von Sonnenuntergängen zu beeindrucken ist, könnte man ja Netflix schauen. Muss man aber nicht. Und das hier sind die Steuerhebel. Ja, das kannst du nach vorne und nach hinten den Motor bewegen und rechts und links natürlich getrennt. Jetzt fragen ja viele wieder, Johannes, ja, aber jetzt muss man ja mal auf Toilette. Wo geht man jetzt dahin? Also, zu meinen Freunden sage ich immer, über Bord. Aber ansonsten haben wir natürlich auch eine ordentliche Toilette. Und die versteckt sich hier. Unter der Sonnenliege. Clever, oder? Wir haben hier wirklich jeden Raum an Zentimeter perfekt überdacht. Und wenn du jetzt gleich da rauskommst, Thomas, dann kannst du auch mal zeigen, wie schön die Toilette auch geworden ist. Das ganze Interieurdesign haben wir eben mit Bambusholz gemacht. Das ist einmal ein sehr nachhaltiger Werkstoff und passt wieder zum Leichtbaukonzept, weil er eben leicht ist. Ja. Komfort und Luxus darf auch nicht fehlen. Also einmal die Toilette. Geht natürlich wie eine Toilette zu Hause. Und hier, eigentlich ist es eben gedacht, um einfach auch mal hier drin zu sitzen, könnte man auch. Aber auch hier drin haben wir diesen Stauraum clever gelöst. Und zwar ist bei dem Boot ja immer ein Chatbot mit dabei. Die Akkus der Lampuga Chatbots laden wir direkt hier. Haben wir ein Ladegerät links und einmal auch rechts. Hier haben wir die Service-Kühlschränke. Einmal einen hier und den anderen unter der anderen Staukiste. Aber jetzt zum Herzstück. Hier haben wir jetzt zwei Volvo Penta Motoren mit je 430 PS. Ja, erinnerst du dich noch an den Drehtag damals mit James, mit SE Yachting, wo wir den Sommer-Event hatten? Wir haben jetzt auch so eine Nautiboy-Plattform hier an Bord. Das ist eben super, da haben wir eben nochmal so eine separate Insel, gerade für Kinder mega schön. Oder um einfach so planschen, sich sonnen. Wenn ihr mehr über die Boote von See Carbon wissen wollt, dann könnt ihr mir die gerne einfach per E-Mail. In der Beschreibung findet ihr den E-Mail-Kontakt. Oder schreibt in die Kommentare, die meisten Fragen versuche ich da zu beantworten. Ich verabschiede mich jetzt vom Boot. Aber jetzt gehen wir ran in die Arbeit. Wir müssen es heute noch streichen, schleifen, ölen, noch alle instruieren. Und ich zeige euch jetzt mal mein Büro oder das, was es zumindest werden soll. Schauen wir uns gemeinsam die Baustelle an. Und hier sind wir. Herzlich willkommen. Gehen wir rein. Hey, guys! Johnny! Und das ist es, das Büro. Momentan ziemlich staubig. Ihr seht, es ist nur eine riesen Baustelle. Bis hierher war es ein unglaublich langer Weg. Also wir haben, Thomas, weißt du noch, im Juni haben wir das erste Video gedreht, wo wir eigentlich das Büro zeigen wollten. Oh ja, das war Mitte Juni. Boah, es war, damals haben wir dann echt per Handschlag ist alles klar gemacht. Aber dann ging das spanische Gesetz und bis wir dann wirklich einen Mietvertrag hatten, es ging ewig. Finally hat jetzt wirklich alles geklappt, zumindest mal von der rechtlichen Seite. Dieses Gebäude hat die beste Lage hier im Hafen, ist direkt beim Eingang des Gebäudes, hat aber eine kleine Bürde und das muss man wissen. In 2 Jahren wird der komplette Hafen eben renoviert und es könnte eben zur Folge haben, dass das Gebäude früher oder später abgerissen wird. Und frühestens in 2 Jahren kann es sein, ich muss hier eben ausziehen und dann war jede Arbeit für die Katz. Und das bedeutet dann wieder im Umkehrschluss, die Kosten so klein wie möglich zu halten, aber es trotzdem so schön und cool zu machen, wie es eben geht. Ja. Wir renovieren jetzt zum Beispiel die Türen, ja, die hatten so, wie man es früher hatte, eben so einen Klarlack drauf. Der Kerl macht das ganz ordentlich und wollen eben einfach auch die Substanz nachhaltiger halten. Dieser große Raum, das ist eben jetzt Teil Büro, aber vor allem auch Verkaufsfläche. Hier hinten werden vor allem die Water Toys stehen, die Lampuga Chatbots und vor allem neu im Programm Seabob. Seabob ist ein Unterwasser-Chat. Es ist das Wasserspielzeug schlechthin. Damit kann man eben tauchen, man kann aber auch bequem durchs Wasser fahren. Macht super viel Spaß für Jung und Alt. Jeder kann es, jeder liebt es und die sind auch zu Recht Marktführer in dem Segment. Und werden wir künftig dann hier ausstellen und erfolgreich verkaufen. Hier geht es jetzt zu unseren Toiletten. Ja? Am Ende bleibt es eine Toilette. Wir haben 2 Toiletten. Wir haben einmal eine Damen- und eine Herrentoilette. Die Keramik brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das ist das Herzstück. Das ist Thomas, auch ein Herzstück. Ohne Thomas geht ja nämlich gar nichts. Es wird ein kleiner Vorbereitungsraum. Hier werden wir Kühlschränke haben. Hier wird der Drucker, Kopierer, Regale werden hier einen Platz haben. Und hier hinten, dieser schwarze Raum, da funktioniert leider das Licht nämlich nicht, das wird unter anderem auch Büro. Gerade Besprechungen in Ruhe, hier haben wir zwar kein Tageslicht, ist aber gar nicht wild, denn hier wird nämlich richtig gearbeitet. Hier werden wir dann alles haben. Momentan alles sehr unordentlich, wie ihr seht, aber wir müssen momentan alles vom Staub eben schützen. Jetzt kommt etwas, auf das ich total stolz bin, das habe ich bisher noch niemandem erzählt. Bam! Hier ist sie. Das Geheimnis ist gelüftet. Es war früher, war das eine Lavanderie, also ein Waschsalon. Ihr seht es auch hier, hier waren eben die Waschmaschinen.
Und eine große Herausforderung für uns ist nämlich, dass wir sehr, sehr viele Handtücher jeden Tag haben von unseren Chartergästen. Und die werden wir künftig alle selber reinigen. Wir hatten nämlich sehr hohe Handtuchkosten und das ist nicht zu unterschätzen. Können wir künftig selber machen und werden es vielleicht, das ist momentan noch nicht geplant, aber eigentlich schon, auch künftig im größeren Stil anbieten. Aber hauptsächlich wird das Ganze hier auch Lagerraum von den Water Toys. Denn die Water Toys, die kann man bei uns nicht nur kaufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Seabob fahren möchte, aber nicht einen Seabob kaufen möchte, kann man den bei uns mieten. Die Lampugas und die Seabobs werden dann hier professionell gelagert mit Schnellladestationen. So ist das Ganze geplant. Ich ziehe mir jetzt eine blaue Dohne an, sagt man bei uns. Kennst du das blaue Dohne? Das blaue Dohne, den ziehe ich jetzt an und dann helfe ich jetzt hier ein bisschen mit. Ja, das ist aber keine blaue Dohne. Das sind khaki, braun, was auch immer. Legen wir mal los. Jetzt wirklich alles eine schwarze Decke bekommt, das weiß ich noch nicht. Das ist unsere Testdecke. Ich nehme euch mal ganz grob mal eine Idee, die habe ich auf Instagram gefunden. Immer gut Instagram zum inspirieren lassen. Aber ich wollte erst mal schauen, okay, wie wirkt alles von der Raumhöhe. Ich blende es mal kurz hier ein. Der eigentliche Plan war, den ganzen Winter über auch hier auf Ibiza eben zu verbringen. Damals wusste ich aber nicht, dass ich mich so Hals über Kopf verlieben werde und dann noch in die Liebe meines Lebens, in die Jessie. Ich bin stolz wie Bolle, dass ich mit ihr den Winter über jetzt in Deutschland verbringe, kurzzeitig die Insel verlasse. Und ich kann schon mal verraten, Jessie und ich werden dann ab nächstes Jahr gemeinsam hier auf Ibiza wohnen und ein neues Heim beziehen. Ich möchte eben zusammen mit Jessie den Winter in Deutschland verbringen, einmal natürlich wegen unserer Familie. Und dann geht's los ab dem 27. November, da ist Jessie nämlich bei Pretty in Plüsch. Ich bin stolz ohne Ende auf sie und werde sie dann natürlich tatkräftig unterstützen und an ihrer Seite dann natürlich sein. Ich hoffe ihr auch, ruft dann immer auch für sie an, ab dem 27. November. Immer live auf Sat.1. Thomas, jetzt nur noch die Frage, was machst du eigentlich den ganzen Winter? Guck mal hier vor die Kamera. Hey, Thomas, seht ihr viel zu selten eigentlich vor der Kamera. Was machst denn du denn jetzt den Winter über? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du uns jetzt hier verlässt und doch kurze Zeit wieder abhaust. Kurzzeitig nur, Anfang Januar bin ich wieder da. Ja. Sogar also für Verstärkung. Meine Frau und ich, wir haben entschieden, dass wir den Winter bleiben, weil es war bei uns eigentlich auch nur ein Testversuch dieses Jahr. Schön. Aber wir haben jetzt entschieden, dass wir komplett bleiben, haben eine neue Wohnung ab nächste Woche und ziehen durch. Also apropos durchziehen, also wir haben ja diesen Sommer so viele tolle Sachen erlebt. Wir waren in Höhlen tauchen, wir haben geheime Buchten entdeckt. Wir waren Atlantis, die versunkene Insel. Das stärkste Video, das wir überhaupt gemacht haben, also das müssen wir euch hier nochmal rein verlinken. Aber auch so viele tolle Plätze haben wir gesehen und alles eigentlich möglich, weil der Thomas so schöne Videos gemacht hat und das alles so ein Laufen hat lassen. Also an der Stelle vielen lieben Dank, vor allem an dich. Wir waren echt ein super Team und wir bleiben natürlich ein super Team. Was ich euch ans Herz legen kann, wenn ihr lernen wollt, wie man Videos schneidet, wie man filmt, all dies, Thomas bietet im Winter. Alles von vorne bis hinten. Ja. Genau. Ich hatte, weil wir im Sommer so viel gemacht haben, hatte ich wenig Zeit dafür. Aber jetzt startet es wieder. Ich nehme wieder Bewerbung auf, denn ich biete komplettes Coaching an, von vorne bis hinten. Also wie man sich selber aufnimmt, wie man vor der Kamera redet, welche Kamera man braucht und dann wie man in dem Schnittprogramm alles zusammenfügt. Also ich kann euch den Thomas nur wärmstens empfehlen. Thomas hat mir schon einige Skills gezeigt und in seinen 1:1 Coachings könnt ihr lernen, wie man selber Videos schneidet in der Qualität, wie es Thomas macht. Ich finde es eine super Investition in jemanden selber. Es ist ein geiles Hobby, muss ich einmal sagen. Also ich selber liebe es, die Videos selber zu schneiden, wenn ich es mache. Und wie kann man einen Lockdown cleverer nutzen oder auch gerade diese Zeit, wo man zu Hause sitzt, wie was Neues zu lernen, was sich anzueignen. Also da fette Shoutouts an Thomas, du hast eine Website, zack die mal jetzt hier. Die Seite heißt videoselberschneiden.de. Blenden wir auch ein. Also es ist jetzt hier eine Anzeige, aber wirklich eine Anzeige unter Freunden. Kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Es ist ja nicht nur ein Hobby. Du hast gerade gesagt, es ist ein Hobby. Denn viele, die das lernen, können damit sofort Geld verdienen mit Videos, die sie für andere machen. Also jeder, der momentan einen Nebenjob sucht oder sich einfach mal neue Skills aneignen will, das ist das Richtige. Ihr könnt von heute auf morgen mit wenig Investition wirklich euch selber weiterbilden und ein zweites Standbein aufbauen. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Und so kann man wirklich den Winter mal clever nutzen. Und wenn man alleine einfach nur so tolle Videos hat. Also ich muss echt sagen, ich glaube, die werde ich noch meinen Enkeln zeigen. Ja, also an der Stelle nochmal, Thomas, vielen lieben Dank an alles. Also ich bin da unendlich dankbar. Jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir in die Wohnung. Ich habe noch einiges zum Ausräumen und da brauche ich auch noch mal deine Unterstützung. Rock'n'Roll.
Hat er dann doch funktioniert. Oh. Jetzt packen wir ein, sind eigentlich auch fast schon am Ende. Am Ende mit dem letzten... Das klingt wieder so episch. Ja. Am Ende mit dem letzten YouTube-Video dieses Jahr. Irgendwie auch ein bisschen traurig. Jetzt packen wir mal ein. Boah, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ich will übrigens, das ist ein totaler Insider-Video. Ich sag zum Thomas immer, lass so Übergänge so machen. Und Thomas sagt ja, aber weil das alle YouTuber so machen, dann finde ich es zu langweilig. Deshalb. Ich finde es cool. Aber das machen wir diesmal. Das machen wir ab nächstes Jahr. Nee, weißt du was? Wir machen es genau jetzt. Wir machen es genau jetzt. Jetzt! 1, 2, 3. Du räumst jetzt hier auf, ne? Ja. Du hast Rucksäcke zum Trocknen aufgehängt. Nee, das sind meine Unterhosen drunter. Das ist der Rucksack. Da fragen auch mal viele, was ist denn das für ein Rucksack? Ich sagte, das ist der beste Rucksack, den ich jeden Tag habe. Das ist von OneMade. Guck mal. Das ist echt clever. Hast du hier ein Fach, da kannst du deine dreckigen Schuhe reinmachen. Was ist denn? Das ist separat. Und super Rucksack. Den habe ich ja vorher gehabt. Das ist aber so ein Handgepäcksrucksack. Ja? Den bin ich jetzt immer ein paar Mal gereist. Clever. Aber ich muss echt sagen, ich bin brutal melancholisch gerade. Vielleicht auch, weil ich die ganzen Sachen gerade von Jesse zusammenräume. Aber es ist tatsächlich das letzte Video jetzt. Ja, das bleibt mir nur übel zu sagen. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Wir haben ein neues Boot. Wir haben also 2 Seeboote dann im Bestand. Wir haben jede Menge neue Water Toys. Wir haben super viele neue Gäste. Und Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für coole Ecken wir euch nächstes Jahr zeigen werden. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach nur mal vielen herzlichen Dank an euch sagen. Euer Support und eure Rückfragen, das haben mir immer so Mut gemacht, okay, mach weiter mit den Videos und es kommt gut an. Und es freut mich total, dass da einfach so viel Leidenschaft auch mitgeteilt wird mit der Natur, mit dem, was wir hier auf Ibiza machen und dass ihr mich dabei begleitet, auf dem Weg, meinen Traum zu verwirklichen. Thomas, auch an dich, immer herzlichen Dank. Gerne, und danke auch an dich. Ja. Zünd eine Kerze an. Ja. Nee, also ich werde mir, glaube ich, jetzt softe Musik auflegen, eine Kerze anzünden und ein bisschen melancholisch ein Bier trinken und auf die glückliche Staffel, die erste Staffel Ibiza Diaries anstoßen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und es geht bald weiter.